Hallo und willkommen, ich bin CMK3 und wir schauen uns nochmal, was heißt nochmal, mal wieder, Heroes of the Storm an, aus der technischen Alpha. Und ja, starten wir auch sofort los, ich werde nämlich ihn hier nehmen. Oh, was? Oh, Download? Was für ein Download? Was passiert? Okay, warten wir noch diesen kurzen Download ab, weil das, glaube ich, sollte ich mitnehmen. Und dann werden wir gleich diesen Kollegen hier probieren. Der Typ mit der E-Gitarre, die eine Axt ist. Läuft's jetzt? Danke. Gut, nochmal gucken, ist hier irgendwas noch Schlimmes passiert? Nö, nö, ist alles so wie vorher. Gut, gut, gut. Ja, wir benutzen den ETC, den Elite Tauren Chieftain. Yeah. Ja, genau. Und wir machen natürlich wieder auf unserer Custom-Karte. Garden of Terror. Das ist jetzt die letzte Karte. Dann haben wir alle einmal durch. Und danach, glaube ich, muss ich mir noch einen Helden aussuchen und leg dann einfach mal los auf, in der normalen Spielweise. Dann können wir auch mal Level steigen, andere Helden freischalten und. Und zudem werde ich jetzt auch hier was anderes einstellen, weil er schon meinte so, stell auf einfach, lol. Ja, genau. Da ich den Charakter schon mal gespielt habe, würde ich sagen, komm, wir sind nicht mehr Rekrut. Wir sind auch nicht Beginner, wir sind mal Adept. Ja, wir sind Adepten. Adepten dieses Spiels oder gleich völlige Loser, eins von beiden. Also Elite, glaube ich, bin ich nicht. Also wenn ich jetzt gleich unglaublich auf die Fresse kriege, dann wisst ihr, du hast das Ding zwei Stufen schwerer gestellt. Und du weißt nicht, was du tust. Naja, fast. Fast nicht. Okay, starten wir das Spiel. Ja, starten wir mal. Und da ist er, der Elite Doran Shiften, oder ETC auch genannt. Ready. I bring the Mega Death. Yeah, bring the Mega Death. Start. Achso, genau. Welcome to the Garden of Terror. Mal gucken, was machen wir hier. Fight the Shamblers. A Night Shambler will rise from the Garden. Okay, irgendwie so ein Pflanzenvieh wieder nachts rumlaufen. Okay, collect seeds. Wir sollen Samen sammeln. Kill the Shamblers and collect the seeds. Okay, wir sollen also den Typen killen, sollen Samen von ihm sammeln und dann Control Garden of Terror. Was? Mit 100 von den Seeds kontrollieren wir den Garden of Terror und. Wir können also hier die kleinen Viecher womöglich nach unserer Kontrolle bringen. Wir kontrollieren also den Garten, wenn wir 100 Samen zusammen gesammelt haben. Na, das wird nochmal unterhaltsam. Hoffentlich schafft das unser ETC auch, weil er ist ein Tank. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihn richtig gespielt kriege. Himmel. Mein Gott, wir haben hier gerade unterirdische Frames. Da müssen wir heute mal durch. Da müssen wir leider heute mal durch. Okay, drei Linien haben wir hier im Laufen, okay. Ganz eine oben, in der Mitte und unten. Ja, komm, ich gehe durch die Mitte natürlich. The gates shall open in 10 seconds. Okay, mal gucken, was wir hier haben. Wir können blocken. Ich tue zwischendurch mal... von Heldenattacken kann ich zwischendurch mal nur die Hälfte kriegen. Oder ich nehme, dass mein Power Slide 30% mehr Schaden. Dann nehme ich das. Ihr werdet gleich sehen, warum. Yeah. Rock'n'Roll. Oder Heavy Metal, eins und beide. Okay, noch haben wir nicht Nacht. Gucken wir, laufen wir hier mal ein bisschen querfeldein, was hier los ist. Haben wir irgendwelche Türme hier zu sehen? Nein. Oh, da kommen wir zwei entgegen. Okay. Gehen wir ein bisschen weg, gehen wir ein bisschen zurück. So, jetzt machen wir nämlich das erste Power Slide. Wie man auf einer Bühne das machen würde. Power Slide, oder? Noch näher ran. Power Slide, wenn man richtig zwischen mich durch. Jo! Schmeißen mit unserem Face Melt auseinander. Damn! Und rede uns danach ein bisschen. Mit unserem Gitar-Solo. Yeah! Jetzt rede ich ein bisschen. Ist jetzt nicht Mörder viel, aber. Oh, das ist Jaina. Jaina, die uns viel Schaden macht, das ist nicht gut. Bam! Bam! Heilen! Nein! Naus! Wir machen schon mehr Aua. Was ist das hier eigentlich? War of the Storm Protection. Achso, unbesiegbar, weil ich halt krepiert bin. Okay. Machen wir das gerade nochmal. Jaina wird dafür bezahlen. Teuer bezahlen. Collect 100 Seeds, Summon her. Okay. Sonst schauen wir mit den Seeds auch hier zurückkehren, wie es aussieht in die Basis. Entweder das oder. Ja, guck mal. Noch haben wir den Shambler ja nicht gesehen. Irgendwo schambelt er ja rum. Was ist das? Sieht aus wie Creep. Das ist aber von uns. Egal, nehmen wir. Behalten wir. Leon! Quatsch! Au. Wir sollten weggehen. Bisschen mal Zeitheilung hier.
Was bringt mir das hier? Kann ich mir schnell laufen durch das Ding? Nee. Ah, das ist von dieser andere StarCraft-Charakter. Okay. Macht überall hier die Seuche. Ich weiß gerade, dieses Geblubbel am Boden hin. Okay. Laufen natürlich unsere schneller, glaube ich. Bam! Batsch! Ausgezeichnet. Hau um dich, Junge. Okay, jetzt können wir endlich mal ein Talent verteilen. Mal sehen, was haben wir noch Schönes? Okay, der Schaden wird von nicht-heroischen Angriffen reduziert um 50%. Mhm. Oder wir kriegen 50% weniger Mana, kostet uns hier der Gitarrensohle. Kostet uns 60 Mana normalerweise. Und der Rest, das ist relativ teuer. Machen wir das ruhig mal. Oh, warte mal, jetzt haben wir nachts. Moment, warte, was ist nicht mit nachts? Wir sollen noch im Chat nachgucken. Bam. Okay, gucken wir mal nach ihm. Wo ist er? Wo ist er am Rumschämbeln hier? Da war doch hier jemand gerade. Oh, da. Die kämpfen gegen ihn schon. Versuche irgendwie Samen aufzusammeln. Geh weg, Kerrigan. Hau ab. Nein. Bleib hier. Bleib hier, Kerrigan. Schale. Habe ich sie aufgehalten gekriegt? Habe ich Samen gekriegt von ihr? Nee, ich bestimmt nicht. Habe ich Samen gekriegt von ihr? Das hört sich auch wieder an. Haben wir überhaupt was bekommen gerade? Ich glaube nicht. Ich sehe nirgendwo, dass ich Samen aufgesammelt habe eben. Schade. Sackgassen. Mist. Was habe ich hier vorne? Ach, das ist hier so ein Söldner-Camp. Da wollen wir auch nicht hin. Er ist so ganz cool am Rumgrooven auf seiner Axt. Ja, alles super. Aber irgendwo. Also heute ist die Framezahl absolut abysmal, wie man sagt, so schön. Ich nehme an, da haben sie irgendwie Patch aufgespielt, hat nicht 100% funktioniert letztes Mal. Könnte ich mir nur vorstellen. Aber egal. Komm. Hat kein Muni mehr? Der Turm. Könnte mal ausnutzen hier. Ich reiß euch alle ein. Oh, der eine Turm ist schon mal kaputt. Wunderbar. Bam. Okay, das ist alles down. Mehr Licht. Das heißt, wir hauen sofort dieses Heilungstürmchen hier frack. Und geben uns schon mal Talent. Was haben wir denn hier? Dass ich schneller meine Cooldowns verliere, brauche ich eigentlich nicht. Der Power Slide ist breiter. Jo, natürlich. Jetzt sliden wir breiter. Yeah. Bam. Oh nein, nicht gegen Shader. Nee, ich in Shader rein. Düsen, das ist nicht gut. Aber wir haben genug Leute um uns herum. Also hauen wir wild auf die Gegner ein. Das ist Arthas. Arthas, Junge. Bleib mal hier. Bam. Okay, jetzt müssen sie fliehen. Sie müssen zu viel Schaden kriegen, nehme ich mal an, oder? Aber ich muss fliehen, weil ich zu viel Schaden kriege. Ja, ein bisschen Heilung. Yeah. Hier vorne stehen sie alle doof rum. Kann ich reinchargen? Kann ich um mich schlagen? Yeah. Ich auch noch. Ja, ich wurde von Lilly geheilt. Perfekt. Oh, komm, hier, das Ding reißen wir ein. Das reißen wir auf jeden Fall ein, hier, das hier. Oh, so ein bisschen Schaden. Aber wir haben es geschafft. Das Wichtigste haben wir geschafft. So, erstmal hier hinlaufen zum Gesüff. Ein bisschen Heilung. Power Slide. Bam. Der flieht. Ist gut. Dieser Arthas. Komm, jetzt reicht es mit dir, Jaina. Krieg dich. Und ja. Down you go. Da kommt der Ding, hat keinen Moon mehr, dann hau ich auch direkt den kaputt. Perfekt. Komm, Arthas, komm her, wenn du was willst. Ich hab eine Axt. Du nur ein zammeliges Schwert. Okay, das ist kein Zammelschwert, aber. Oh, verdammt, jetzt ist mir ganz schön was ab. Verstecke ich mich unter meinen Kollegen hier. Ach, oh, was habe ich denn? Neues Talent. Was haben wir hier? Yeah! The Mosh Pit. Oh, warte mal, was geht denn hier oben los gerade? Was passiert denn hier? Was ist da los? Was ist bei hier? Typen mehr auffallen. Das geht ja gar nicht wieder hier. The night comes. Und jetzt. Ah, oh, jetzt aber.
Yep. Der voller Gitarrenrift hier hingelegt. Und alle konnten nur staunen, was da passiert. Komm her, Usa, du als Holzfäller getarnt bist. Du bist tief gefallen. Das geht ja gar nicht. Jetzt mach ich mit dem Turmkopf kürzer. Au! Au! Au. Ich fällt mir gerade auf, dass ich überhaupt nicht das tue, was ich soll. Also, ich soll jetzt eigentlich. Nein, 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 erstmal vor allem nicht sterben. Nicht sterben soll ich erstmal. Ah! Nein, ich bin gestunt. Ah, nein! Jetzt haben sie mich noch zurückgerissen. So, Hunde! So, jetzt werde ich als erstes mal das Wichtigste tun, nämlich wir werden erstmal loslaufen und, glaube ich, die Samen sammeln. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viel wir haben davon. Ich glaube nämlich noch nicht so viele. Nun wird fertig. Aber wenigstens haben wir schon mal in der Mitte guten Durchbruch geschafft. Da ist schon mal, da fehlt denen was schon mal. Hier oben haben sie auch einen Durchbruch geschafft. Ich sehe nämlich jetzt nicht, oben Turm fehlt. Das heißt, da muss schon was passiert sein. Jetzt bin ich wieder da. Los, 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 los. Jalla, jalla. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Da muss was gehen, da muss was gehen. Schnell. Finally, you have enough seeds. Can you feel the terror growing? Wer hat genug Seeds? Wer? Wo? Wir oder die? Warte mal ganz kurz. Was steht bei uns eigentlich hier? Mir fehlt irgendwie die Übersicht. Wer jetzt wie viel hat, ehrlich? Ach, unten haben wir es doch. Wir haben jetzt. Haben wir genug? Schauen wir ja. Ah, wir haben noch nicht 100. Ah, deswegen. Wir haben noch nicht die 100 voll. Aber 63 haben wir schon. Immerhin, immerhin. Ich wollte schon ganz sagen, haben wir verschissen schon? Sind wir durch? Okay, jetzt laufe ich mal mit denen hier. Arthas, bleib hier. Hund. Aber es leide ich kaputt. Wer heilt? Heilt sich hier. Er flieht. It's over for now. But don't get too comfortable. The infested will return again. Choose what else could you possibly be doing? Awaken my terror. Ich habe jetzt eben versucht, das zu kriegen, aber ich habe es nicht geschafft. Schade. Well done. The terror shall wait a second mal. Die haben 97, wir haben 3. Oh, so rumläuft die Sache also. Oh, okay. Das heißt, wir sollten uns beeilen, bevor die uns plattwalzen. Die Kiste der Minions voll Bonus. Ja, nimm mal. So, jetzt mach ich erstmal. Jetzt rechts. Oh nein, ihr habt mal getan, Solo, da brauchen wir Schweine. Nein, raus. Ich wollte noch fliehen. Ich wollte noch fliehen. Aber wie ihr schon seht, oh nein, your Garden Terror lives. Okay, haben wir den schon? Tatsächlich? Moment, sehen wir das irgendwo? Oh mein Gott, tatsächlich. Wir haben den doch. Oh. Mein Gott, wir haben den scheinbar doch gekriegt, schon irgendwie. Da hat er ganz schön um sich jetzt. Oder es ist wie bei der anderen Karte. Oh ne, oder auch nicht. Oh, hier, der haut alles kaputt hier. Au. Oder kommen hier oben auch so eine Welle von den Typen? Nein. Mein Gott, oder ist das in der Mitte der Typen? Nein. Okay. Wo bin ich eigentlich hier? Bin ich wieder da? Hä? Wo bin ich? Ah, hier. Ja, das habe ich doch schon gewählt. Komisch, warte mal. N? Doch, das habe ich gewählt. Kein Ding, kein Ding. Gut, gut. Noch 25 Minuten. Okay, unten haben wir auch ein Riesenloch geschlagen in deren Verteidigung, wie es aussieht. Das sollte man eigentlich das ausnutzen, aber wisst was? Nein! Oh! Schnell raus! Was mit euch? Yeah! Das war doch cool. Es war nur niemand in der Nähe, der es bestaunen konnte. Aber ich fand es trotzdem cool. Oh Mann, drei Helden auf einmal. Nee, 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 nee. Dann gehen wir lieber mit dem komischen Gartengewusel unten mal rum. Hier drei Helden reinlaufen muss ich ja nicht. Das macht ja keinen Sinn. Lauf, Junge, lauf. Ach, weißt du was? Was ich Blödsinn mache? Pferd oder Kodo oder was auch immer. Echse. Ja, jetzt sind wir schneller unterwegs. Das ist besser. Oh ja, das ist gut. Carrying, komm her. Nein, ach nicht. Jetzt hätte ich gesagt, nehmen wir uns das eine hier ein. Oh Mann, jetzt haben wir hier wieder Witch Doctor. Mhm. Ich gehe ganz schön viel auf die Fresse hier, merke ich gerade. Das ist echt Wahnsinn. Hell yes. Oh, das war zu früh, das war zu früh. Heilung, eindrücken, schnell. Ach komm mal, Lili. Lili kann mich heilen. Hey, Lili, heil mich heilen. Das ist eine super Sache. Aber wir sind scheinbar nicht wirklich weit gekommen hier. Oh, oh, komm, rein, rein. Bam, bam. Jawoll. Wir haben was mitgenommen. Definitiv was mitgenommen. Eine Turm ist fast down. Wir müssen noch down machen, ey, schnell. Komm, hau mal kaputt, schnell.
Dann ist er kaputt. Choose a Talent. Increase the Stun Duration of Power Slide. Wenn eine Idee oder Guitar Duration. Of, increase the Duration. Yeah. Mein Gitarre-Solo soll länger halten. Ne? Eine gute Idee. Können wir die anderen damit heilen langsam? Yeah. Ich nehme ein paar Lebenspunkte. Dashen durch. Hauen sie kaputt. Jawohl. Oh, durchkämpfen. Schaden machen. Ich will das Ding aus. Das ist viel zu viel. Ignorieren. Jawohl. Gutes Gitarre-Solo, was mich wieder rauf vorkreckt. Da kommen wieder andere Socks angelaufen. Ist aber voll egal. Okay, den haben wir da. Den haben wir down. Den haben wir down. Wunderbar. Scheiß auf den Samen. Scheiß auf den Samen. Wir reißen uns hier jetzt einfach alle ein. Perfekt. Und dieser Turm ist hinüber. Jetzt aber. Gitarren-Solo. Yay! Yay! Ihr könnt nichts tun! Oh, ich auch nicht. Oh, verdammt, ist das am Lecken gerade hier. Das ist unfassbar langsam. Nein, ich werde gestunt. Heilung rein, schnell. Usa haut mich tot hier. Oh, weia. Das war ein Fehler. Das war vielleicht ein Fehler. Nochmal Heilung reindrücken und noch raus hier. Ein paar Meter zumindest. Also, oh, von wem? Usa ist als Toter sogar noch am Nerven. Das gibt's gar nicht. Jetzt ist er nicht weg. Yeah. Hauen sie kaputt. Oh nein, oder auch nicht. Nein, 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 nein. Heilung. Ah. Oh. Dabei haben wir sie schon auf zwei Linien gut eingerissen. Oh, guck hier. Die belagern schon das letzte Stück. Die reißen es ein. Gleich haben wir es durch. Perfekt. Wir haben keine Chance. Die haben gar keine Chance dagegen. Hier die Steinwerfer, die reißen alles ein. Das ist natürlich, die Helden machen hier leider Kopfkürzer alles, aber die ignorieren das schon, wie es aussieht. It is time to harvest. Bring my terror to life. Oh shit, hier oben. Hier ist deren fieses Vieh. Aber wir haben auch unseres schon mal fertig. Na, Raid Controller, nein! Time left, niemand kontrolliert ihn! Ich geh kaputt. Schnell! Schnell! Okay. Oh, ich tu mich direkt den Typen hier entgegenschmeißen. Ich will ja gar nicht ein hier. Schnell! Hier, haltet auf! Haben wir hier alles? Sprint? Ne, hier das. Hier das sieht gut aus. Alle festhalten. Voll. Niemand kommt hier durch. Niemand kommt hier durch. Die kriegen alle Schaden, wenn ich das schon mal gemacht habe. Das ist Giftwolke. Schadenswolke. Auf, auf, auf! Spore of Green Skirt. Okay, machen wir das mal. Harry, du bist so reif. Die letzte. Letzte Minute. Oh, wir haben noch eine Minute Zeit für das Ding. Perfekt. Yeah, geht alle down, Jungs. Jetzt gehe ich hinterher, ich mache alle kaputt. Nee, Carrie, das passt nicht. Bam! Euch alle auch nicht. Alle schön Giftschaden. Ich male alle den Kopf kürzer. Noch 40 Sekunden habe ich Zeit dafür. Noch 40 Sekunden. Ich reiß euch allein. Du vor allem erst als erstes, du Schissgebäude. Nein, kurz zu. Jawoll. So, über Zeitschaden raus. Kann ich die alle ignorieren? Kann ich direkt auf den Turm gehen? Yeah. So. Obrecke ist down. Jetzt reiche ich auch die Dinger noch ein, wenn es sein muss. Und dies. Damn. Komm, ich mach hier alle platt. Ich will alle vernichten. Da ist die Ecke, da die Ecke, da die Ecke. Alle kaputt. Jawoll. Nein, ich will mich zurück verwandeln. Aber ich hab's geschafft. Der obere Weg ist frei. Jetzt tausche ich noch den Heilbrunnen kaputt hinterrücks. Nimm dies Heilbrunnen. Nein, nein. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich werde euren Heilbrunnen zerstört. So. Weg hier. Jetzt tue ich den fiesen Rücken auffallen, indem ich einfach alle Gitarren-Solo hinlege.
Bam! Aber ich muss sagen, ich tue wirklich nichts zu beitragen zu dem Ganzen hier. Außer jetzt gerade, dass ich hier oben hier die Lane freigeräumt habe, habe ich nichts dazu beigetragen, irgendwie, dass wir das irgendwie besser hinkriegen. Weil ich, da habe ich irgendwie versucht, den Samen zu sammeln. Nein! Ich habe zwar gesehen, wo man den kriegen kann, aber irgendwie... Es hat nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Jetzt hauen wir auch das Ding hier ein. Wenn wir das hier einreißen, gibt es noch weniger Soldaten von denen gleich. Perfekt. Komm, mach's kaputt. Kerrigan lässt hier alles regnen hier. Oh, noch ein Talent. Oh, cool. Das haben wir doch schon mal gehabt. Was? Storm. Wird von Death. Geh mich. Wenn ich tot bin, komme ich wieder. Als Taurer muss man sowas nehmen. Ich weiß nicht, aber als Taurer habe ich irgendwie den Eindruck, man muss sowas nehmen. Ich könnte reingehen und sagen, ey, ich bin tot. Ich bin wieder da. Oh, das reduziert du die. Ich dachte, man reduziert. Ah, man kommt da vorne wieder. Oh, schade. Wo hätte ich es drücken müssen? Ach so, okay, das hat auch einen Cooldown leider. Nur damit ich super schnell wiederkomme. Das ist ja doof. Versuchen wir, das hier mal zu schaffen hier vorne. Sutter Camp. Kann ich das nochmal einnehmen? Wurde schon eingenommen. Schade. Irgendwas läuft doch da mit Totenkopf davon. Ah, hier. Jetzt habe ich es gesehen. Hier. Hier vorne. Hier die beiden Typen hier. Die alles kaputt schlagen können. Mit. Kommt mit. Folgt mir, ihr Typen mit dem Helm am Korb. Genau, die werden weiter stand auf die. Super, super. Wurde schon mal kurz rüber. Hey, okay, der ist down. Helenturm einäschern und haben wir es geschafft gleich. Ist nichts mehr da, was uns aufhalten kann. Auf geht's! Oh. Das sieht gut aus. Oh, weißt du was? Nimm dies! Ihr seid alle gestunt, ihr könnt nichts tun. Wir haben gewonnen! My infestation spreads. Yeah! Okay, das war alles insgesamt ein bisschen ruppiger, muss man sagen. Das hat alles schon ein bisschen mehr geleckt. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe unglaublich schlechte Framezahlen hier. Ich nehme an, das liegt an irgendwelchen Serverproblemen, die haben und dann. Aber hey, was soll's. Ja, das war der ETC. Der ist sehr unterhaltsam, wie ich persönlich finde. Vor allem, man kann die Fähigkeiten fast die ganze Zeit durchspammen. Fast. Zumindest passen die gut zusammen. Immer reinsliden, auseinanderschmeißen, dann vielleicht noch sich selber heim, wenn man die ganze Zeit auf die Fresse kriegt. Cool. Cool, cool, cool. Ja, und ich würde sagen, als nächstes, also nicht jetzt, aber das nächste Video wird wohl darum dann gehen, dass wir endlich dann anfangen, hier mal nochmal zu spielen. Das war immerhin jetzt mal Adepten-Modus. Das war schon schwieriger. Muss ich sagen, das war wirklich schon schwieriger. Obwohl ich halbwegs wusste, was ich mit noch machen konnte. Ganz einfach war es nicht. So, Kooperativspiel, da müsste ich aber Leute haben, die ich einlade. Wird schwierig, weil momentan nur wenige Leute Zugriff auf das Spiel haben, weil Blizzard verschickt die Einladung ja. Zufällig. Mhm. Versus, da könnte ich gegen andere spielen, auch wieder ein Problem. Bei beiden müsste ich Leute kennen. Ranked kann ich mal gerade noch gar nicht, weil wir noch in der Alpha sind. Vielleicht liegt es daran. Aber wir können die Praxis-Geschichten starten. Ich würde sagen, wir machen dann mal Praxis-Modus. Random, da steigen wir nämlich auch Level endlich im Spiel. Und ich würde sagen, wir suchen uns einen der Helden aus. Also sie wird sich auf jeden Fall noch zeigen in so einem Ranked-Modus. Sie wird auch womöglich ein Level kriegen auch mal. Dann sieht man, was man kriegt als Level-Up überhaupt. Vor allem hier unten kriegt man ja Level und mit seinen Helden kriegt man, wie es aussieht, Level. Und natürlich, da ich hier die beiden ja, also Rainer als auch Valla ja ständig habe... Nur würde es lohnen, natürlich einfach den zu steigern. Dann würde das ja nicht, weil nächste Woche würden ja hier alle hier die anderen hier ja umgeswitcht. Sie möchte echt mal freischalten. Obwohl sie auf dem Bild aussieht wie ein Mann, aber hier sieht sie doch deutlich aus wie eine Tuse. Aber egal. Ich glaube, da werde ich mit Rainer ein bisschen um mich schießen, weil das fand ich immer cool. Mit reinlaufen und alle buffen und von hinten drauf schießen immer stärker werden, das war cool. Aber einmal zeige ich, glaube ich, noch sie. Genau, das ist eine gute Idee. Und danach geht es dann, glaube ich, los mit Rainer, wenn wir hier Level steigen. Yeah. Beziehungsweise mit ihr tun wir auch schon Level steigen. Also unser Hauptlevel. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal und mal gucken, wo das hier noch hinführt. Wie spaßig das auf den Karten danach so aussieht, wenn man mal Level hat. Und mal gucken, wo der Unterschied überhaupt ist beim Leveln. Weil bis jetzt habe ich da noch keinen direkten Unterschied erkennen können. Aber gut, das werden wir dann erkennen. Okay, das war's von mir. MK3.
Danke fürs Zusehen und tschüss.